Der HFC heute in Essen mit dem zuletzt verletzten Jonas Niedfeld. Insgesamt 5 Änderungen bei den Gästen im Vergleich zum 1:2 in Saarbrücken vor der Winterpause. Neu auch dabei mit der 26 Halles jüngster Neuzugang Alexander Winkler. Halles Anhängerschaft zahlreich, 17.000 Zuschauer insgesamt an der Essener Hafenstraße. Der HFC in Schwarz von links nach rechts im ersten Durchgang, leitet durch Keeper Gebhardt. Quasi die erste Chance für den halleschen FC, ein Geschenk. Niedfelder läuft sich da einen Rückpass. Das Geschenk versucht er anzunehmen, gelingt ihm nicht. In der 5. Spielminute die erste dicke Chance für den Tabellen 16. Jonas Niedfeld. Der Ball geht nur knapp am langen Pfosten vorbei. Essen 3 Plätze und 6 Punkte besser, bekommt daraufhin eine Gegenleistung. Ein Mini-Geschenk auch auf der anderen Seite, diesmal für Berlinski. Gebhardt hatte aufgepasst. Mit dabei auch Alexander Winkler, Halles Neuzugang, den Trainer Meyer mal gleich in die Startelf warf. Aus dem Spiel heraus lief bei beiden Teams wenig. Freistoßhalle, Kreuzer und eine gute Chance per Kopf durch Zazar. Da war durchaus mehr drin. Ansonsten viel Kampf an der Hafenstraße. Kein Wunder bei dem Wetter. Dauerregen in Essen. Die zweiten 45 Minuten sind schon fast zur Hälfte rum. Da gibt's die erste richtig dicke Chance für Essen. Berlinski kommt da im Strafraum an den Ball und zu Fall. Dann gibt es einen Gestocher. Der zweite Ball kommt zum Flankengeber Kefkir. Abgewehrt. Doch was war das da bei Berlinski? Halles Winkler mit robustem Einsteigen. Der HFC hätte sich über einen Foulstrafstoß für Essen hier nicht beschweren dürfen. Somit weiter torlos. In einer weitgehend umkämpften Partie auf tiefem Boden. Nächste Chance für Essen. Berlinski und Koruma. Zaza, bisschen orientierungslos. Koruma aus Netz. Halles Keeper Gebhardt brauchte da bei der unfreiwilligen Kopfballvorlage von Zaza nicht einzugreifen. Die Partie, sie rollt so langsam in Richtung Spielende. Zimmerschied macht sich da auf den Weg. Geht da vorbei an Rios Alonso. Sieht Niedfeld, der springt über den Ball. Was für eine Riesenchance für den HFC. Zimmerschied hätte vielleicht auch selbst abschließen können. Der Querpass zu Niedfeld. Hat er ein Rufen gehört in seinem Rücken? Ja oder nein? Die Frage bleibt unbeantwortet. Ärger bei Trainer Meyer. Natürlich, verständlich. Letzte Chance in diesem Spiel hatten auch die Gäste. Eckball in der 89. Minute und Winkler, der Winterneuzugang, er trifft nur den Pfosten. Was wäre das für ein Einstand von ihm gewesen? Somit bleibt es hier beim torlosen Remis an der Essener Hafenstraße. Halle damit knapp über der Abstiegszone, liegt einen Punkt vor Zwickau auf Rang 16. Nächste Woche Sonntag gibt es das Heimspiel gegen Wien Wiesbaden.